reparieren wir heute einen Elektroscooter gemeinsam. Ich bin nämlich bei Luna Scooter zu Gast, da ich mir auf meinem E-Roller wieder einen Platten eingefahren habe. Aber heute lasse ich mir Hartgummireifen montieren. Und der Chef sagt so, ich darf mitschrauben. Aus einer Reifenreparatur wird auch noch ein zusätzliches Tuning gemacht. So, aber zurück zur Reparatur. Zuerst wird der Vorderreifen aufgeschraubt und der alte Reifen von der Felge gelöst. Keine Angst, es schaut schlimmer aus, als was es ist. Ja, und das sind schon die Vollgummireifen, die keine Luft mehr benötigen. Zwischenzeitlich jongliere ich mal mit den alten Reifen herum. Schaut ganz nice aus. So, jetzt wird der hintere Reifen montiert und ein Zusatzakku. Da hat mir der Chef wieder was gezeigt. Neue Bremssatteln für die hydraulische Bremse. Und ich wirke wieder mit. Jetzt den hinteren Kotflügel tauschen. Und die Abdeckung für den Ladekonnektor. Wow, gelb schaut richtig nice aus. Aber diese Griffe, die waren mir zu viel gelb dann. Nach jeder Reparatur bzw. Service wird der Scooter gereinigt. Wow, nice. Ach, ich bin wieder happy. Aus einer Reparatur wurde noch ein optisches geiles Tuning. Reparatur Luna Scooter.